Du hast Angst als Softwareunternehmer, dass Wachstum bedeutet, dass ihr eure Identität verliert, dass der familiäre Charakter eures Unternehmens flöten geht, dass vielleicht euer Ruf sogar beschädigt wird, dass ihr jetzt nur mehr dem Geld hinterher seid, dass der jahrelang aufgebaute Ruf einfach auch sich wandelt von die gehen wirklich die Extrameile, denen geht es um die Kunden zu hin, ja, die sind jetzt so wachstumsgetrieben wie Oracle, SAP oder Salesforce, denen geht es gar nicht mehr um die Kunden. Deshalb beschäftigst du dich auch ungern mit dem Thema Marketing, Vertrieb, Skalierung, Wachstum. Aber insgeheim möchtest du lieber am Unternehmen arbeiten als im Unternehmen. Am Ende des Tages auch mal pünktlich zu deiner Familie nach Hause kommen und auch nicht mehr im Tagesgeschäft gefangen sein, wo du einfach nur von einem Brand zum nächsten Brand laufen musst, um das Ganze irgendwie zusammenzuhalten. Deshalb möchte ich dir heute ein paar Ansätze mitgeben, wie du das Ganze für dich auch lösen kannst. Du musst einmal verstehen, dass Wachstum nicht heißt, dass euer Unternehmen einfach so auf links gedreht wird, dass alles über Bord geworfen wird, sondern bei Wachstum, da geht es darum, dass man euer Unternehmen konsequent weiterentwickelt, dass man sich anschaut, okay, das Angebot, das ihr schon habt, wie kann man das weiterentwickeln? Wie kann man dich als Unternehmerpersönlichkeit auch weiterentwickeln? Denn hier Tabula Rasa zu machen, das wäre so der fatalste Fehler überhaupt. Es geht darum, dass ihr ohne Neueinstellungen auch wächst, dass ihr mit dem bestehenden Team einfach da das Maximale rausholt, mehr verdient, aber ohne mehr zu arbeiten, dass ihr, sage ich mal, qualitativere Anfragen bekommt und von denen einfach mehr abschließt, dass ihr da mehr auch bekommt, unabhängig von Empfehlungen, damit ihr auch dieses Auf und Ab der Vollauslastung und wir könnten eigentlich nochmal ein Projekt oder einen Kunden gebrauchen, dass man das einfach ausgleicht, dass das viel stabiler funktioniert. Damit auch Saleszyklen von 6 bis 24 Monaten der Vergangenheit angehören, damit ihr einfach mehr Planbarkeit habt und auch viel, viel mehr Cashflow, mit dem ihr dann arbeiten könnt und endlich Projekte machen könnt, die nochmal mehr Spaß machen. Wachstum bedeutet auch, dass man schaut, was sind die Tech-Skills, die ihr habt? Was ist der Tech-Stack, den ihr habt? Und wie kann man das mit dem Bedarf im Markt auch verbinden? Weil wenn ihr zwar super Software liefert, die aber niemand gebrauchen kann, dann bringt leider niemand das was. Aber wenn ihr hier beides, Bedarf und eure Tech-Skills verbinden könnt, dann habt ihr im Endeffekt den heiligen Gral gefunden. Und genau da entsteht dann auch Wachstum. Wenn das, was ihr habt, das richtig präsentiert und der Markt das auch super annimmt und ihr da auch planbar auf Akquise gehen könnt und nicht nur von Empfehlungen abhängig seid und damit auch viel mehr Auswahl habt, dass ihr auch mal Kunden ablehnen könnt, wo ihr eigentlich sagt, Geld ist zwar schön, aber der wird sicherlich nervig, der Kunde. Wie machen wir das bei unseren Kunden? Wir investieren ganz viel Zeit am Anfang, um das Unternehmen kennenzulernen, zu schauen, was sind die Stärken, wie ist das Team aufgebaut, welche Projekte wurden in der Vergangenheit gemacht, welchen Tech-Stack, wo gibt es einfach die meisten Fähigkeiten. Und dann, das kannst du dir so wie eine Kreuzmatrix vorstellen, verbinden wir das mit dem Bedarf im Markt. Wir sehen dann aus unserer Erfahrung und auch auf numerischen Werten im Endeffekt, welcher Markt hier am opportunsten ist, um das Ganze zu verfolgen. Dafür entwickeln wir dann gemeinsam eine Anfragenstrategie im Endeffekt, die auch zu euch passt. Nicht zwingend Kaltakquise, wenn dir das nicht gefällt und so weiter, wo ihr planbar alternative Anfragen auch generieren könnt, damit ihr hier nicht vom Netzwerk abhängig seid. Und dann kriegen unsere Kunden auch einen schlanken Akquiseprozess mit, der adaptiert ist auf technische Gründer, wo man eben nicht manipulieren muss, wo man eben nicht, sag ich mal, Druck ausüben muss, weil der Interessent einfach von selbst sieht, das ist der richtige Anbieter, obwohl er nicht von der Empfehlung kommt, sondern weil ihr eben diese Anfragen generiert habt. Und den Effekt, den ich ganz oft bei meinen Kunden auch sehe, die lehnen dann einfach Anfragen ab, obwohl die monetär extrem interessant wären, aber die sagen dann, du, die passen nicht zu uns und wir haben die Möglichkeit, einen zweiten Kunden zu generieren, der genau zu uns passt. Also warum jemanden annehmen, der gar nicht zu uns passt? Und das, muss ich sagen, ist ein richtig geiler Luxus, wo ich auch extrem, ja, mir macht das extrem viel Freude, wenn ich das auch bei meinen Kunden sehe. Deshalb, wenn du auch für euch mal verstehen willst, wie diese Schritt-für-Schritt-Methodik auch bei euch ausschauen kann, damit Wachstum nicht mehr dieses Schreckgespenst ist, sondern wirklich eine Möglichkeit, um eure Träume auch zu verwirklichen, um da einfach ja, mehr Planbarkeit reinzukriegen, mehr Nachhaltigkeit, dann schreib mir gerne auf LinkedIn eine Nachricht zu allen Fragen, die du hast. Ich freue mich darauf, von dir zu lesen. Dein Software-Georg.